Vom schweren Nöter zum Gotteskind. Gott hat in meinem Leben Großes getan. Woraus er mich gerettet hat, sei im Folgenden berichtet. Zu meinem Leben passt, was Paulus in Titus 3,3-6 schreibt. Sternzufallsbild Stern. Ich war ein normaler, kleiner südafrikanischer Junge, und ein guter Junge dazu. Ich wuchs in einem christlichen Haus auf. Wenn ich das Wort christlich benutze, so ist es nicht das, was ich heute darunter verstehe. Aber dennoch war es ein gutes Zuhause. Eltern hatte ich nicht. Meine Mutter beging Selbstmord, als ich 7 Jahre alt war, und meinen Vater kannte ich gar nicht. So zogen mich meine Großeltern groß. Sie verwöhnten mich und zogen mich meiner Schwester immer vor. Ich liebte meine Großeltern. Nie habe ich von ihnen Schläge erhalten. Ich gehorchte ihnen, ich kleidete mich, wie sie es wollten, kurzum, ich tat, was man von mir erwartete. Bis zur 7. Klasse war ich auch gut in der Schule. Dann kam eine Veränderung. Die Bibel lehrt uns, dass wir alle in Sünden geboren sind. So etwas wie ein guter Junge gibt es nicht. Denn im Innern eines solchen guten Jungen, damit meine ich mich, wohnte in Wirklichkeit ein Teufel. Sternzufallsbild Stern. Eines Tages lud mich ein Freund ins Kino ein. Ich hatte wie immer meinen kleinen Safari-Anzug an und blitzblanke Schuhe. Mein Freund lachte mich aus, und seine Mutter erklärte, du kannst niemals in solch einem Aufzug ins Kino gehen. Das ist ja total aus der Mode. Der Safari-Anzug wurde mit Hippie-Shorts und einem Blumenhemd vertauscht. Meine brave glatte Frisur wurde so verändert, dass sie nicht gar zu streng aussah. Der brave Junge wird ein Hippie. Von diesem Zeitpunkt an begann in mir ein Geist der Rebellion zu wirken. Den Großeltern gehorchte ich nicht mehr wie früher. Ich wollte mich wie die anderen Jungen anziehen und das tun, was sie taten. Am Ende des Schuljahres veranstaltete die Schule als Abschlussfeier ein Hippie-Fest, an dem ich als ein richtiger Hippie auftrat. Von da an ging es abwärts in meinem Leben. Ich fing an zu rauchen, Getränke, auch Alkohol, zu stehlen und tat noch schlimmere Dinge. Meine Großeltern merkten von all dem nichts und dachten, ich wäre noch immer der blauäugige, unschuldige Junge. Inzwischen war ich 15 Jahre alt und beschloss, die Schule zu verlassen. Meine Haare ließ ich bis auf die Schultern wachsen und fing in einer Fabrik an zu arbeiten. Nun konnte ich meine eigenen Zigaretten und Alkohol kaufen. Ich bildete mir ein, nun ein richtiger Mann zu sein. Sternzufallsbild Stern. Um meine Muskeln zu trainieren, begann ich mit Bodybuilding. Das sollte auf die Mädchen Eindruck machen. Doch bei all dem fühlte ich mich als ein Christ. Die Bibel war für mich Gottes Wort, und ich glaubte, dass Jesus Christus gestorben und auferstanden war. Und wie ich beten konnte. Obwohl mir bewusst war, dass mein Leben aus den Fugen geriet, betete ich immer noch. Aber die Kirche hasste ich. Gottesdienste galten für mich als vergeudete Zeit. Meine Großeltern hatten mich stets vor dem Rauschgift als etwas Teuflischem gewarnt. Sie waren weniger besorgt um das Rauchen oder Trinken. Für sie war Rauschgift die größte Gefahr. Eines Tages ereignete sich etwas, wodurch mein Leben einen schlimmen Verlauf nahm. Wie das bei vielen Jugendlichen der Fall ist, lungerten mein Freund und ich abends aus Langeweile auf den Straßen herum. Wir strolchten durch die Stadt und trafen auf einige junge Leute, die Haschisch rauchten. Sie luden uns ein mitzukommen und boten uns auch Haschisch an. Erschrocken lehnte ich ab, nein, niemals kommt das für mich in Frage. Aber mein Freund zog mich mit und meinte, komm, wir gehen nur mit. Wir brauchen ja nicht mitzurauchen. Sternzufallsbild Stern. Wie es so oft bei solchen Gelegenheiten geschieht, so auch hier. Um nicht als Feige und als Außenseiter hingestellt zu werden, gab ich schließlich nach und rauchte an diesem Abend Haschisch. Und ich fand es schön. Am nächsten Morgen kaufte ich es mir selbst. Es verursachte ein Hochgefühl, das mich in Wolken schweben ließ. Aber von da an ging es mit mir weiter abwärts. Bald war es soweit, dass ich mich nicht mehr baden wollte. Mit langem Haar und zerrissenen Hosen konnte man mich überall in einem verkommenen Zustand antreffen.
Manchmal schlief ich auf der Straße. Doch dieses Leben gefiel mir. Nun war ich ein Mann. Bis zu diesem Moment dachten meine Großeltern, ich wäre ein Engel. Obwohl ich lange Haare trug, schmutzig war und nach Alkohol stank, waren sie der irrigen Meinung, die viele andere Eltern mit ihnen teilen, ach, das ist nur eine bestimmte Krise im Leben des Kindes, die wieder vorbeigeht. Als ich später wegen Rauschgiftbesitzes geschnappt wurde, glaubten meine Großeltern, jemand hätte es mir in die Tasche gesteckt. Sternzufallsbild Stern Wenn Eltern behaupten, ihr Kind würde bestimmte Dinge nie tun, ist das meiner Erfahrung nach ein Kurzschluss. Solange ein Kind nicht Jesus begegnet, ist es zu allen Schlechtigkeiten fähig. Beim Militär nicht lange, nachdem ich zum Militär gekommen war, erwischte man mich beim Haschischrauchen. Eigentlich hatte ich dem entgehen können. Einer meiner Freunde hatte mich nämlich gewarnt, sie suchen dich, drei haben sie schon geschnappt. Doch ich glaubte ihm nicht. Als nächstes rief mich der Korporal, der Major sucht nach dir. Zu seinem Büro waren es 500 Meter. Weil ich meine schöne Elfenbeinpfeife so sehr liebte, beschloss ich, sie unterwegs in der Toilette zu verstecken. Als ich dort ankam, wartete bereits die Polizei auf mich. Sag mal, junger Mann, was weißt du über Haschisch? War die erste Frage. Gar nichts, antwortete ich. Ich musste mich an die Wand stellen, wobei ich furchtbar zu zittern begann. Warum zitterst du so? Fragte der Polizist. Oh, das ist nur vom Rennen. Schließlich fand er doch die Pfeife in meiner Tasche. Er stieß sie mir fast in die Augen, und alles Leugnen half nun nichts mehr. Sternzufallsbild Stern. Das wurde mir zu einer geistlichen Lektion bis zum heutigen Tag. Da war eine Chance, der Strafe zu entgehen, so wie wir Menschen oft der Strafe Gottes entfliehen wollen. Man hält an einer Lieblingssünde fest, bis es zu spät ist. Ich landete im Militärgefängnis. 20 Tage lebte ich in einer Einzelzelle. Niemand zum Sprechen, nichts zu tun. Die Zeit schlich langsam dahin. Das Einzige, was in der Zelle vorhanden war, war ein Gideon-Testament. Nach und nach las ich darin, und zwar jeden Buchstaben. Wo und wer es gedruckt hatte, das Erscheinungsjahr, Inhaltsverzeichnis und den Text. In den 20 Tagen schaffte ich die Lektüre zweimal. Danach hätte ich eigentlich merken müssen, dass ich ein elender Sünder war. Bisher galt für mich jedoch nur der Missbrauch des Gottesnamens als Sünde. Haschisch rauchen, herumlungern mit Mädchen und trinken fielen bei mir nicht darunter. Reha-Versuch aus dem Militärgefängnis entlassen, musste ich in Pretoria vor Gericht erscheinen, wo ich 4 Stockschläge von der Polizei erhielt. Anschließend steckte man mich für 7 Monate in ein Militär-Reha-Camp. Alle Schlechtigkeiten, die ich bisher noch nicht kannte, lernte ich dort. Sternzufallsbild Stern Immer tiefer fiel ich in die schlimmsten Sünden. Unter uns Lagerinsassen war es üblich, einander zu den extremsten Taten herauszufordern, wer kann am meisten saufen? Wer raucht am meisten Haschisch? Wer nimmt die meisten Tabletten? Eines Tages kam ein Sergeant zu mir und erklärte, weißt du, du siehst wie ein richtiger anständiger, ehrlicher junger Mann aus. Ich suche nämlich jemand, der als Barkeeper im Offizierscasino arbeiten kann. Ich denke, du bist der richtige Mann dafür. Das war natürlich ein großer Irrtum. Ich nahm den Job mit einem Lächeln an. Eine so prachtvolle Gelegenheit würde ich kaum wieder kriegen. So begann ich, unmäßig zu trinken, und war oft betrunken. Oft kamen Leute, die wegen ihrer Drogenprobleme Hilfe suchten. Denen schenkte ich auch Alkohol aus. Nach einigen Wochen wurde ich in betrunkenem Zustand geschnappt. Der Sergeant musste mich mit dem Gartenschlauch wecken, so stockbetrunken war ich. Nach ein paar Tagen schickte er mich in die Bar zurück mit den Worten, Sternzufallsbild Stern, ich glaube immer noch, dass du ein anständiger Kerl bist. So verblendet kann ein Mensch sein. Mich beeindruckte das überhaupt nicht, nur versuchte ich, demnächst klüger zu sein. Trotzdem wurde ich wieder ertappt. Nun gingen auch dem Sergeanten die Augen auf.
Das Camp verließ ich schließlich als ein 7-mal schlechterer Mensch. Ehe ohne Trauschein und Heirat, von da an tat ich mich mit meiner Freundin zusammen, sie wurde später meine Frau. In unserer Lebensweise passten wir zusammen wie die Hand in den Handschuh. Meine Freundin hatte seit ihrem 14. Lebensjahr Haschisch geraucht. Wir taten, was wir wollten und lebten zusammen wie Mann und Frau. Es gab ja niemanden, der uns vor diesem schlechten Lebenswandel gewarnt hätte. Ein Gutes brachte diese Freundschaft jedoch mit sich. Diesem Mädchen gelang es, dass ich das Haschischrauchen aufgab. Zum Ausgleich dafür jedoch trank ich umso mehr. Sternzufallsbild Stern. Und dann beschlossen wir zu heiraten. In Südafrika ist es Tradition, in der Kirche zu heiraten. Auch der übelste Sünder möchte in der Kirche getraut werden. So heirateten wir in der Gemeinde meiner Freundin, da ich nie konfirmiert oder Gemeindeglied einer Kirche gewesen war. Was trägt ein Mädchen an ihrer Hochzeit? Natürlich ein blütenweißes Kleid. So auch meine Braut. Wie wir vorher gelebt hatten, wusste ja niemand, am wenigsten der Pfarrer. Damit betrogen wir die Menschen und uns selbst. Als zwei schmutzige Sünder standen wir vor dem Altar Gottes. An jenem Tag war ich sogar betrunken. Doch der Pfarrer legte die Hände auf uns und erflehte Gottes Segen. Gott aber lässt sich nicht durch einen Pfarrer betrügen. Als der Pfarrer uns segnete, luden wir in Wirklichkeit den Zorn Gottes auf uns. Wenn ich heute darüber nachdenke, war es das Schlimmste, was wir je getan hatten. Als Warnung an alle unverheirateten Paare und auch an die Verheirateten sei gesagt, wenn die Verbindung so begann wie bei uns, kann der Segen Gottes nicht darauf ruhen. Nur am Fuß des Kreuzes von Golgatha kann man Vergebung erlangen. Vom ersten Tag unserer Ehe an hatten wir ein Verhältnis wie Hund und Katze. Es dauerte nicht lange, da fragte ich mich, warum hast du diese Frau überhaupt geheiratet? Die anderen Frauen sind doch viel besser als sie. Alles, was sie konnte, war zu nörgeln und zu schimpfen, wenn ich trank. So ging das 2 Jahre. Dann suchte meine Frau nach Hilfe. Sie war in einem gottlosen Haus aufgewachsen und wusste nichts von Gott. Sie suchte nach einem Psychotherapeuten, was ich sehr gut fand. Sie braucht das, dachte ich. Ich hatte ja keine Probleme. Sternzufallsbild Stern. Die Hälfte des Lebens vorbei, Neuanfang durch Gottes Gnade, fand sie keinen geeigneten Arzt, traf jedoch jemand, der sie zu einem Gottesmann schickte. Als ich das hörte, erklärte ich, du kannst ruhig dahin gehen, doch ich will nichts mit ihm zu tun haben. Für mich galten alle Pfarrer als Schwächlinge. Ich musste meine Frau nur mit dem Auto bringen, da sie selbst keinen Führerschein hatte. Also ging sie in das Haus und kam nach einiger Zeit mit einem breiten Lächeln wieder heraus, er will dich auch sehen. Ich war zu feige, um es abzulehnen, nahm mir aber vor, nicht hinzuhören, was er sagte. Als ich dem Pfarrer gegenüber saß, merkte ich, dass er die Wahrheit sprach. Ich konnte mich ihr nicht entziehen. Wie alt bist du? Fragte er. 24. Dann hast du ungefähr die Hälfte deines Lebens hinter dir, denn die meisten Männer in Südafrika sterben mit ungefähr 50 Jahren, weil sie zu viel Fleisch essen. Um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, zog er mit einer Kreide eine Linie auf die Wandtafel und erklärte, dieser Strich zeigt dein 50. Lebensjahr. Über dem Strich sind die ersten 50 Jahre deines Lebens. Was darunter ist, ist Ewigkeit. Wo willst du sie zu bringen? Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich Gottes Stimme hörte. Mit einem Mal war mir bewusst, dass ich mich auf direktem Weg zur Hölle befand. Trotz meines vermeintlichen Glaubens, trotz meiner Lippengebete, trotz meines zweimaligen Lesens der Bibel. An jenem Tage war mir klar, dass ich Buße tun musste. Ich sah meine Sünden, wie sie wirklich waren. Als mir aufging, dass mir Buße, Bekehrung und Wiedergeburt fehlten, gehorchte ich der Stimme Gottes sofort und bereinigte mein Leben. In wunderbarer Weise durften wir nun Gottes Wirken erfahren. Unsere Ehe wurde augenblicklich heil. Wir brauchten keinen Seelsorger, um einander zu vergeben. Ein anderes großes Wunder war dies,
dass Gott meine ganze Redeweise veränderte. Die Menschen kannten mich als den, der die schmutzigsten Reden führen konnte. Bei dieser Änderung musste ich keine großen Anstrengungen machen, mir etwa auf die Zunge beißen oder mich besonders beherrschen zu müssen. Nein, die schlechte Sprache war plötzlich verschwunden. Zu allem anderen befreite mich Gott auch von der Macht der Fleischeslust. Einst war ich ein Sklave dieser Sünde, die mich beherrschte. So machte Gott neue Kreaturen aus uns. Glücklicherweise geschah dies gleichzeitig bei uns beiden. Als Catcher bei den Charismatikern im Gegensatz zu früher besuchte ich jetzt 5-mal wöchentlich die Kirche. Dabei musste ich die Erfahrung machen, dass der Teufel ebenfalls am Werke ist, wenn Gott wirkt. Ohne eine Gemeinde herabsetzen zu wollen, möchte ich doch meine Erlebnisse wiedergeben. Wir schlossen uns einer Gemeinde an, wo es uns sehr gut gefiel. Dort spielten wir so richtig Kirche. Ich hatte die Aufgabe, die Menschen aufzufangen, wenn sie undefiniert rückwärts fielen, und sie ordentlich auf den Boden zu legen. Es war auch üblich, beim Beten laut zu rufen oder zu schreien, als ob Gott taub wäre. Wir legten den Menschen die Hände auf, damit sie unbedingt in undefiniert Zungen reden sollten. Auch ich betete ernstlich um die undefiniert Zungengabe, jedoch vergeblich. Eines Tages kam ein junger Mann zu mir und sagte: Du, ich habe 7 Tage für dich gefastet. Ich lege dir jetzt die Hände auf, dann wirst du in Zungen reden können. Er betete und betete, er rief laut und schüttelte mich, sprang wie wild umher und wurde immer aufgeregter. Aber die Zungengabe blieb aus. Immer mehr Gemeindeglieder kamen dazu, legten mir die Hände auf, beteten laut und schrien, aber nichts geschah. Bruder, sprich einfach das nach, was wir sagen. Amit Tildefni deinen Mund weit, und es wird kommen. Die ganze Prozedur war so anstrengend und enttäuschend, dass ich vorzog zu gehorchen. So sprach ich einfach nach, was mir vorgeplappert wurde. Preiset den Herrn, riefen alle aus. Bruder, es hat geklappt. Bei alledem waren unsere Herzen aufrichtig. Wir wollten wirklich mit dem Herrn gehen. Kontakt mit Undefinet Quasits ab Antu. Ein Jahr nach unserer Bekehrung hörten wir von der Mission Undefinet Quasits ab Antu und seinen Wundern. Wir wollten uns das einmal ansehen, weil wir ja Wunder liebten. Also kamen wir dorthin, um Wunder zu sehen. Dann kam der erste Gottesdienst. Mein erster Eindruck war, ist das aber tot hier. Kein Halleluja rufen, wenn der Prediger etwas Gutes sagt, kein undefiniert rückwärts fallen, keiner springt auf, und keiner spricht in Zungen. Hier ist ja überhaupt kein Geist. Im Anschluss daran ging ich zu Friedelstegen und fragte ihn, sag mir, warum glaubt ihr nicht an das Wirken des Heiligen Geistes? Seine Antwort: Doch, wir glauben an das Wirken des Heiligen Geistes, aber an sein echtes Wirken. An diesem Tag wurden meine Augen das 2. Mal geöffnet. Das, was ich bisher hatte, erschien mir wie Plastik, mit in Hongkong. Es war nichts Echtes und kam niemals von Gott. Das war von Menschen gemacht und hatte nichts mit dem Gott der Bibel zu tun. Jetzt lernten wir, was die Schrift sagt: Prüfet die Geister, ob sie von Gott sind. Uns wurde klar, dass ein geheiligtes Leben ein Zeichen vom Wirken des Heiligen Geistes ist. Und dann überführte uns Gott erneut von unseren Sünden. Es waren nicht die vorigen wie Rauchen, Trinken, Rauschgift, sondern vielmehr Ärger, Ungeduld, Empfindlichkeit, Eifersucht und viele andere Dinge, die wir in der Vergangenheit noch nicht in Ordnung gebracht hatten. Bisher hatten wir nur Kirche gespielt und Gott keine Gelegenheit gegeben, an uns zu arbeiten, damit wir in seiner Gnade wachsen konnten. Heute können wir mit Friedelstegen bekennen, dass wir an das echte Wirken des Heiligen Geistes glauben und nicht an eine undefinierte Fälschung, an etwas, das der Teufel hervorbringt. Es muss aber ausdrücklich betont werden, dass erst unser Gefäß gereinigt werden muss, bevor es mit dem Heiligen Geist gefüllt werden kann. Zuerst müssen wir mit der Welt brechen und mit all den damit verbundenen schlechten Gewohnheiten und Sünden. Dann erst kann der Heilige Geist in uns wohnen. Denn Gott sagt,
Ich bin ein eifriger Gott. Ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben. Wir wollen darum ringen, dass unser Leben durch das Blut Jesu Christi gereinigt und geheiligt ist und wir für ihn brauchbar werden. Andernfalls sind wir ein Spielzeug Satans, der uns verführt. So hat Gott in unserem Leben bis zum heutigen Tag weitergewirkt, und wir vertrauen seiner Gnade, bis wir ihm einst begegnen. John lebt seit 5 Jahren mit seiner Frau und 2 Kindern als vollzeitlicher Mitarbeiter auf der Missionsstation und Defenequasitz ab Antu, wo er auch öffentlich das vorstehende Zeugnis in einer Predigt abgab.